Florentino Perez, meine lieben Freunde, ist einer der Köpfe, wenn nicht sogar der Kopf hinter der Super League. Ja, er ist auch der Präsident von Real Madrid, generell ein sehr mächtiger Mann im Fußballbusiness. Und der hat jetzt ein Interview gegeben. Und dort hat er in der spanischen Talksendung Chiringuito, ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen, hat er einige sehr interessante Sachen gesagt oder auch sehr beängstigende Sachen für den Fußballfan gesagt. Denn er sagte Folgendes. Die jungen Leute sagen, die Spiele sind ihnen zu lang. Also müssen wir etwas ändern, wenn wir wollen, dass der Fußball weiterlebt. Er sagte, wenn die jungen Leute sagen, ein Spiel sei zu lang und nicht in voller Länge können sie es ertragen, liegt das entweder daran, dass das betreffende Spiel nicht genug Interesse weckt oder gekürzt werden muss. Ja, also tatsächlich, er schlägt vor, die Spiele kürzer zu machen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht 70 Minuten, vielleicht 60 Minuten, ich weiß nicht, was ihm genau vorschwebt. Und ich persönlich will da meine Meinung mal kurz zu sagen. Ich finde das absoluten Schwachsinn. Ich verstehe, wenn er sagt, ja, heutzutage die Jugend, TikTok, Tablets, Playstation, die haben nicht mehr so eine hohe Aufmerksamkeitsspanne. Aber ich persönlich kenne niemanden, der ernsthaft sagt, dass er ein Fußballspiel nicht guckt und es gucken würde, wenn es kürzer wäre. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich kenne sehr viele Leute, die Fußball gucken. Ja, und ich glaube auch viele hier, ich habe ja auch viele junge Zuschauer, schreibt mir mal in die Kommentare, sind euch die Fußballspiele zu lang? Ist das wirklich ein Grund? Ich glaube nicht. 90 Minuten war der Fußball schon immer lang, okay, nur weil er immer so lang war, heißt es nicht, dass es für immer so bleiben muss, aber ich finde diese Zeit persönlich perfekt. Ich finde es weder zu lang noch zu kurz. Ich finde es eigentlich sogar relativ geil in so Champions League, wenn noch Verlängerung oben drauf kommt. Viel länger kann man es auch nicht machen, weil sonst wäre es körperlich für die Spieler nicht machbar. Aber 90 Minuten plus x Verlängerung in besonderen Wettbewerben finde ich angemessen und finde ich toll. Die geilsten Spiele, die ich jemals geguckt habe, waren die mit Verlängerung. Im Pokal, Pokalfinale, Champions League, WM. Das haben wir doch alle geliebt. Wieso sollte man den Fußball kürzer machen? Damit ein paar Jugendliche mehr einschalten? Die TikTok-Highlights-Video lieber gucken als ganze Spiele? Wenn die dann überhaupt die Spiele gucken, das glaube ich nicht. Ich finde das absoluten Schwachsinn. Ich finde das absoluten Schwachsinn und ich hoffe, dass das niemals kommt. Und wenn diese Super League kommt und dann da vielleicht sogar eigene Regeln einführen können, wer weiß, was machen sie als nächstes? Die Spiele kürzer? So angepasst, damit sie jeder ganz schnell konsumieren kann? Was ist das für, Freunde, verzeiht mir wirklich, Schwachsinn. Eure Meinung, aber sofort in die Kommentare. Wer will, dass die Spiele kürzer werden, der schreibt mal ja in die Kommentare. Wer will, dass alles so bleibt, schreibt nein. Lass uns mal ein kleines Stimmungsbild hier sammeln. Klickt in die Mitte, liebe Freunde. Da könnt ihr sehen, warum die Super League wahrscheinlich doch nicht kommt. Wer dagegen ist, was gerade passiert, wenn ihr jetzt in die Mitte klickt. Wir sind später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.